Freunde, und willkommen zu einem neuen Call of Duty Black Ops 4 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar präsentiere ich euch heute den Agenten-Mode von der Hades, von den LMG. Einmal den Agent-Mode und einmal die normale Variante, also den Agent-Mode. Wenn ihr den habt, dann habt ihr den Quergriff, dann seid ihr gleich auch schneller beweglicher mit dem LMG. Nachteil ist, er setzt alle Aufsätze, also ihr habt nur den Quergriff. Gleichzeitig spiele ich das mit der Körperrüstung, Plünderer, Leichtgewicht und Totenstille. Und dann zu der anderen Klasse, die zocke ich mit dem holographischen Visier, Vollmantelgeschoss, Schnellfeuer und Hybridmagazin. Dazu den Slimshot, kugelsichere Weste, Leichtgewicht und Totenstille. Beides werden wir jetzt mal in der Runde Team Deathmatch ausprobieren. Und dann zeige ich euch auch, wie das Ganze geht. Und wir sehen uns dann auch gleich im Match wieder. Ja, und wir starten auf Firing Range. Wählen wir gleich mal die Klasse aus. Ihr seht auch schon, wir haben hier nichts drauf. Außer den Quergriff dann gleich an der Seite, aber das seht ihr dann gleich, wenn das Match startet. Ihr seht, da haben wir schon den Quergriff. Ist allerdings sehr schwer damit umzugehen, also man muss da erstmal ein Gefühl für entwickeln. Wichtig, lasst euch Zeit beim Nachladen. Auf einer sicheren Position. Ja, sehr nice. Ja, läuft doch jetzt. Ach, verdammt. Da hätte ich mich erstmal in Sicherheit bringen sollen und nachladen sollen. Wir gewinnen hier. Aber es läuft hier eindeutig. Ja, Agentenmode ist gar nicht so schlecht. Also spielt euch ein paar Runden damit warm und entwickelt das Gefühl dafür. Dann läuft das auch. Übung mit dem Agentenmode. Verdammt! Ja, ich hätte das Magazin vorher nachladen sollen. War jetzt eindeutig mein Fehler. Aber es macht übelst Bock und man kann die Leute so dermaßen damit abpacken. Mit dem Agentenmode, also wenn man das drauf hat. Ihr seht, wie leicht ihr die Gegner damit wegholen könnt. Das ist echt geil. Nein! Nein! Aim war gerade total fail. Und wichtig, Alter, nutzt eure anderen Sachen, die ihr noch habt, vom Spezialisten, ganz wichtig. Viele verpeilen das nämlich einzusetzen. Seht ihr, könnt ihr euch auch locker easy ein, zwei Kills mit abholen. In dem Fall habe ich jetzt gerade nur einen Kill, aber das reicht mir vollkommen erstmal. Oh, ich brauche unbedingt einen neuen Controller. Der Pet ist so dermaßen schon im Eimer. Na, wo kämpfen wir denn da drinnen? Komm. Ah, verdammt. Ja, egal, lass den da hocken.
Ah, verdammt. Ja gut, wechseln wir jetzt mal die Klasse auf die andere. Jetzt seht ihr, habe ich die Visiere alles drauf. Also ist wichtig, ihr stellt euch mehrere Klassen mit der Waffe, mit der ihr am liebsten zockt. Nix da, mein Freund, hat er sich so gedacht. Klasse gemacht. Ich werde dem helfen hier. Feindliche Drohne kreist. Hier oben ist bestimmt auch noch irgendwo einer, nee, einer von uns. So, die werfen wir mal da hin, schnell hier raus, falls uns hier jemand wegholen will. Habe ich gar keinen Just drauf. Boah, der Bot und schon Mobs. Der ist da noch. Na, verdammt, hä? Ich hab doch total auf den drauf geaimt. Ja, der spielt bestimmt auch mit Körperrüstung. So wie ich im Agent Moon. Camper, habe ich keinen Bock drauf. In dem Fall war das gerade Verschwendung mit der Plastergranate. Wichtig, Leute, wenn ihr solo zockt, zockt Team Deathmatch. Oder Abschuss bestätigt. Weil dann werdet ihr nicht von 5 Mann Party immer weggeholt oder gespawnt weg. Ah, verdammt. Hätte ich schon vorher ziehen müssen. Battery habe ich jetzt voll verändert, total verschwendet. Aber wir haben Musik, ja. Und wie gesagt, ich hoffe, das Video mit den Klassengeiz hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen. Abonniert kostenlos, aktiviert die Glocke, um keinen Content mehr zu verpassen. An der Stelle bin ich raus und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.